In diesem Video möchte ich euch ein paar Modifikationen vorstellen, mit denen ihr eure Sims noch ein wenig individueller gestalten und körperlich verändern könnt. Wenn ihr die Modifikationen, die ich euch in der Beschreibung verlinkt habe, heruntergeladen und in euren Mods-Ordner verschoben habt, fällt auf den ersten Blick nicht direkt etwas Neues auf. Beim genaueren Hinsehen lassen sich jetzt aber neue Slider auffinden, mit denen ihr verschiedene Körperstellen an den Sims verändern könnt. Hier angefangen beim Gesicht, bei dem ihr endlich die Höhe der Ohren genau anpassen könnt. Wenn euch die exakte Symmetrie bei den Sims etwas auf die Nerven geht, könnt ihr jetzt auch mit Hilfe eines Reglers an der Stirn ein wenig Unsymmetrie ins Gesicht bringen. Kein Mensch ist so 100% symmetrisch. Um mehr Realismus und vor allem Individualismus im Spiel zu haben, ist diese neue Option wirklich wichtig. Auch die Hände, an denen man vorher nichts verändern konnte, lassen sich dank der Modifikation von Lumia Sims in der Form und Stärke verändern. Hierzu müsst ihr nur mit der Maus entweder horizontal oder vertikal am Unterarm der Sims ziehen. Ein echtes Highlight für viele ist vermutlich aber auch der neue Höhenschieberegler, welcher eure Sims relativ realistisch größer oder kleiner machen kann. Wenn ihr vorne am Hals zieht, könnt ihr die Höhe der Sims anpassen, am Hals seitlich lässt sich nur der Hals an sich in seiner Höhe bearbeiten. Leider kann es hierbei zu großen Sims zu Problemen mit den Animationen kommen und auch im Spiel löst ein zu großer Sim kleinere grafische Probleme aus. Wenn euch das aber nicht stört, könnt ihr dank der Modifikation dafür sorgen, dass nicht alle Sims in der Welt die gleiche Höhe haben und sich so auch Teenager etwas stärker von den erwachsenen Sims unterscheiden lassen. Und, werdet ihr euch die Modifikation herunterladen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.